Jo Leute, euer YouTube-Radio ist wieder back am Start und und zwar wie immer mit dem Crazy und dem Easy. Und zwar haben wir heute wieder Top 4 skurrile News für euch am Start. Ja, ich sag mal kurz, und was es gibt. Und zwar haben wir hier kranke Scheiße am Start. Ja, ein Parkplatz mit einer Minute Parking Place Time. Kostbare Minute. Ja, und dann geht's weiter mit Darth Vader beliebter als Barack Obama. So ist das halt, man muss es akzeptieren. Immer diese Schwarzen. Okay, US-Cop lieferte sich ein Dance-Battle mit Kindern, kommt danach, auch ganz lustig. Und zu guter Letzt kommt Frau fährt Jeep in Pool. Freut und euch. Und selbstverständlich haben wir auch, heute ist mal was Neues dabei, wir haben das Wetter für euch. Für ganz Deutschland Woche. Natürlich. Ja, freut euch drauf. Weil wir wissen ja nicht, wo ihr wohnt. Ich fange mal an mit eine kostbare Minute. In Los Angeles, in einem Stadtteil, gab es einen Parkplatz. Dort gab es ein Schild, wo drauf stand One Minute Parking. Die ganze Woche über. Da, also eine kostbare Minute. Die Leute, die dort geparkt haben, haben sich anschließend beim Verkehrsamt beschwert. Dies hat aber gesagt, dass das Schild ursprünglich eine Stunde kostenfrei parken heißen sollte. Aber irgendwie hat sich da jemand einen Spaß gegönnt oder einen Fehler gemacht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Schild ersetzt worden. Ja gut, dann mache ich jetzt weiter. Das ist natürlich alles sehr interessant, wie ihr gehört habt. Interessant. Interessant. Okay, und zwar geht's weiter mit Darth Vader beliebter als Barack Obama. Und zwar ist es halt so, dass der in einer Beliebtheitsumfrage von keine Ahnung wem. Alter Scheiße. Ist halt Barack Obama weiter unten in der Beliebtheitsskala gelandet als Darth Vader. Vor allen Dingen, also Luke Skywalker ist ganz oben, dann ist sogar Darth Vader beliebter als Barack Obama und obwohl noch weiter unter Darth Vader ist sogar der Imperator da und ja, Hillary und auch andere besondere Typen aus dem Washington House, keine Ahnung, aus dem White House, Weißen Haus, sind da auch bei und die nehmen es alle mit Humor und zum Beispiel, ja, sagen, dass sie nicht Darth Vader als erstes genommen haben. Ja, das. Apropos Humor, ich habe jetzt nochmal schwarzen Humor am Start hier. Wie früher in Amerika ist es anscheinend immer noch erst die Weißen und dann kloppen sich die Schwarzen. What the fuck? Bam, Junge! Okay, no racist, by the way, das war nur so ein Witz. Okay, ich mache jetzt weiter. Ich bleibe bei meinen Themen auf der Straße. Und zwar, ein US-Cop, also ein Polizist, fuhr mit seinem Streifenwagen auch von der Streife nach Hause zur Wache, weiß ich nicht, wahrscheinlich zur Wache. Und er berichtete, dass er schon den ganzen Tag Tanzlust hatte, so formulierte er. Und als er dann eine Gruppe von tanzenden Kindern sah, die sich ein Tanzbattle lieferten, fuhr er seinen Wagen rechts ran, stieg aus und lieferte sich dann mit diesen Kindern ein Tanzbattle. Eine vorbeigehende Passanten filmte das Ganze mit der Handykamera und stellte es auf YouTube. Also die Polizisten, glaube ich, stellten das auf YouTube. Und ja, das war sehr interessant, nämlich die haben wirklich ein seriöses Tanzbattle gemacht. Das Video gibt es auch auf YouTube. Ja, und wer der denn entschließende Gewinner war, also der Polizist, der getanzt hat, ein sogenannter, den Namen, der habe ich jetzt vergessen, der Streifenpolizist J. Krebs. Damn, Junge! Der hat selbst von sich behauptet, dass er gewonnen hat, weil die Kinder waren schüchtern und haben sich nicht wirklich getraut zu tanzen vor der Kamera. Deswegen meint er hat gewonnen, aber die Polizisten, die das hochgeladen haben, meinten natürlich, dass der Bube gewonnen hat. Wie denn auch sonst? Ja gut, jetzt geht's. So, und jetzt kommt nochmal was richtig Fettes von dem Easy. Ja. Ganz easy. Und zwar in Lakewood im US-Bundesstaat Ohio ist ein Pool ins Auto gefahren. Ist ein Jeep in einen Pool gefahren. Und zwar war das so, da war eine Poolparty und da war gerade ein Typ, der hieß Christopher Sanford, war gerade in den Pool gesprungen und dann hörte er einen explosionsartigen Knall. Er drehte sich um und da war ein Jeep im Pool. Und er kam mit dem Schrecken davon und hat die Fahrerin dann aus dem Wagen gezogen. Übrigens, der Wagen stand auf dem Grund des Beckens, also nicht schlecht, dass sie das so gefahren hat. Und zwar war das halt so, dass sie über einen Parkplatz gefahren ist und hatte da halt einen Zaun durchbrochen. Und sie sagt, das lag daran, weil die Bremsen versagt hätten. Und daran gibt es aber Zweifel und nämlich laut der Polizei wird der Frau rücksichtsloses Fahren und verminderte Fahrtüchtigkeit vorgeworfen. Zitiere ich jetzt einfach mal. Keine lebensgefährlichen Verletzungen gab es übrigens nicht. Und
ja, nur ein paar durch rumfliegende Trümmerteile, gab es nur ein paar wehtuende Sachen, aber nur leicht. Übrigens, alle Links zum genauer Nachlesen natürlich in der Beschreibung. Genau. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem Wetter. Ja. Und ja, morgen ist ja Dienstag und da sollte man den Grill am besten noch im Keller stehen lassen. Oder wahrscheinlich heute, heute für euch. Ja, wahrscheinlich heute für euch, ja, Dienstag, der 19.8. Da sollte man Grill im Keller stehen lassen, denn zumindest im Norden, denn dort regnet es ziemlich stark. Ansonsten im Süden regnet es nur ganz im Süden, also nahe der Alpen. Ansonsten ist im südlichen und mittleren Teil Deutschlands gutes Wetter und die Temperaturen liegen zwischen 16 und 23 Grad. Am Mittwoch geht es ungefähr ebenso weiter. Im Norden gibt es weiterhin Regen, aber bei recht angenehmen Temperaturen von 18 Grad, während im Süden kältere Temperaturen mit ebenso viel Regen bei 16 Grad herrschen. Im Mitteldeutschland herrschen die besten Temperaturen und auch das beste Wetter. Also wenn ihr in Mitteldeutschland lebt, Glück gehabt. Am Donnerstag, und damit mein letzter Tag, den ich sagen darf, ach, schade. ist es genau so wie schon die letzten zwei Tage auch. Aber der Regen hat sich in den Norden zurückgezogen und dort gibt es jetzt nur noch zwei kleine Regenwölkchen, mehr oder weniger. Aber angenehmere Temperaturen von bis zu 19 Grad. Im Süden wird es dahin immer kälter und zum Beispiel in München gibt es bei 15 Grad Regen und nur manchmal bricht die Sonne durch, also perfektes Wetter. Und die Leute, die diese Woche in Mitteldeutschland leben oder immer in Mitteldeutschland leben, das weiß ich ja nicht, haben gutes Wetter mit Temperaturen von 18 bis 20 Grad, also nee, 16 bis 20 Grad, sorry Leute. Und der Easy macht weiter mit dem Restteil des Wochenendes, Und zwar bleibt es so ähnlich weiterhin in ganz Deutschland. Nämlich wird es dann am Freitag, dem 22.8. im Norden ein wenig regnerischer, weiter im Norden übrigens, also ziemlich weit im Norden. Und im Osten und im Süden Deutschlands wird es dann ein wenig besser. Da ist es aber trotzdem bewölkt und erst dann im West-Süden wird es dann besser und da kommt dann auch öfters mal die Sonne zum Vorschein. Ja, die Temperaturen bleiben von 21 bis 16 Grad so etwa. Und naja, das war der Tag dann eigentlich auch schon. Nämlich am Samstag geht es dann auch schon weiter. Da ist dann fast in ganz Deutschland die Hölle los. Nämlich im gesamten Norden bis zur Mitte Deutschlands ist es regnerisch und bewölkt. Was ja klar ist dann. Aber ab und zu bricht auch die Sonne durch, muss man sagen. Ja. Also wahrscheinlich 1 bis 2 Sonnenstunden, die wahrscheinlich nachts sind. Da hat es die Mitte Deutschlands aber nicht so gut getroffen. Da sind es nämlich 15 Grad in Thüringen, steht hier. Und ja, dann im Süden Deutschlands ist das Wetter aber trotzdem ganz gut. In Freiburg zum Beispiel haben wir 20 Grad und da kommt die Sonne zum Beispiel auch mal ganz gerne zum Vorschein. Ansonsten bleibt es so bei den 20 bis, keine Ahnung, 15 Grad und in ganz Deutschland, ja, also immer so das Gleiche. Dann am Sonntag klärt es dann einigermaßen auf in relativ ganz Deutschland. Und zwar wird es dann im Norden Teil stellenweise noch ein wenig regnerischer. Da sollte man den Grill lieber drin lassen. Und im Süden wird es dann ein wenig besser. Da kommt dann ab und zu auch gerne mal die Sonne raus. Mit Top-Temperaturen von 23 Grad, da kann man Aus. 16 bis 21 Grad, immer noch nur durchgehend, bleibt das so halt die ganze Woche. Bisschen regnerischer, bisschen bewölkter. Aber macht euch gefasst, ab Sonntag sieht es dann ein wenig besser aus für die weiter im Süden und der Mitte Deutschlands. Ja, also ich finde, das Wetter ist ganz ausgeglichen, außer dass der Norden dauernd am Arsch war. Der Süden war mal am Arsch, die Mitte war mal am Arsch, also alles ausgeglichen. Ihr habt alle verkackt. So, ansonsten noch eine schöne Woche, Leute. Wir melden uns wieder, das YouTube-Radio. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß, wisst jetzt, wie das Wetter ist. Bis zum nächsten Mal. Ich sag zum Ende leise Scheiße. Wenn es wieder heißt, euer YouTube-Radio ist easy, back. Crazy. Ich sag zum Ende leise Scheiße, Bitches. Ich sag Klappe zu, Affe tot. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, Leute.